Wir basteln heute eine blaue Weihnachtskarte mit einem Weihnachtswald. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anja Luft von Lüftchen. Und ich bin Tanja Rath von Kreativ mit Rath. Zusammen sind wir Lüftchen mit Rath. Hallo Tanja. Hallo Anja. Wir haben wieder alles aufgebaut. Ja. Ich habe heute mal vor allem dekoriert. Ja, sehr schön. Weil heute gibt es ja die blaue Weihnachtswaldkarte. Ja, ich finde, das ist wie so ein verwunschener, mystischer Wald. Genau. Total und schön. Ich habe geprägt, wir haben gewischt, und ich habe ganz viel vorbereitet. Mhm. Tanja muss gar nicht so viel machen, ich habe es dann paratus. Wir können gucken. Und die Mattung darunter, ich habe erst mal gucken müssen, was habe ich denn da für eine Farbe benutzt? Das ist gewischtes Abendblau. Genau, weil du die Karte hast du ja schon ein bisschen länger vorbereitet. Genau, Christmas in July. Ja. Das war schon ein bisschen länger her. Mhm. Jetzt ist es hier schon eher kühler. Ne? Ich bin auch passend heute in Blau angezogen. Tanja mit blauer Strickjacke. Ja, mir ist warm. Mir nicht ganz so. Warm ist uns aber mehr, weil wir hier so rumgeturnt sind. Ja. Auf Leiter und allem. Aber die blauen Weihnachtskugeln, die passen da perfekt dazu. Ja, perfekt. Ne? Sehr schön. Sehr schön. Dann können wir jetzt die Tüten auspacken. Ah ja. Ja, glaube. Und ich habe auch ein bisschen Müll da, den wir für den Stamparatus benutzen, weil hier ist nämlich ein Etikett. Ich glaube, die Stanzform ist auch Many Messages. Ja. Da liegen sie. Und was steht da drauf? Auf Deutsch viele Etiketten und Message Dice. Das Stempelset gibt es ja nicht auf Deutsch. Aber die Stanzform kann man ja auch für alle deutschen Sprüche benutzen. Und die Bäume und die Flocken sind aus dem Weihnachten im Wald. Dazu würde eine Handstanze gehören für den Reh, Hirsch, wie auch immer. Brauchen wir heute nicht. Wir benutzen aber zusätzlich das Set unter der Kuppel, weil da ist friedvolle Feiertage. Und ich fand nicht, dass es so mystisch, sondern eher so besinnlich und ruhig und friedlich ist. Und ich habe auch hier noch das Watercolor Shapes benutzt. Und da nehmen wir sogar nur den zweiten Abdruck. Deins habe ich schon gestempelt. Meins zeige ich gleich, wie man es macht. Ja, Tanja hat das schon alles vorbereitet gekriegt. Das ist schön. Gut. Also, fertige Karte. Kann hier zur Seite. Mhm. Eine Standard A5 halbiert Grundkarte. Ja. Ich muss jetzt wischen, du hast schon fertig die Mattung. Hier präge ich und wisch dann, hast du auch schon fertig gekriegt. Und hier habe ich Stückchen für meine Bäume, die hast du auch schon fertig, da ist nämlich diese Stanze. Mhm. Und hier stempel ich das Watercolor Shapes, das hast du auch schon fertig. Und danach stempeln wir, ich habe das Tablett fertig gemacht, die Bäume und die Flocken. Also, und hier stempel ich mit dem Stamparatus den Spruch. Mhm. Also, wie auch immer wir anfangen wollen, ich glaube, wir könnten, ich fange mal mit Prägen an, dann habe ich das mit der Stanzmaschine weg. Ja. Dann bin ich damit durch. Alles andere habe ich ja schon vorbereitet. Tanja hat sich jetzt hier nebenbequem gemacht. Das ist auch in Ordnung. Aber ich muss einmal gucken, dass ich die Prägeform habe. Habe ich. Das sind zwei und das ist die Tannen. Ja, das ist eigentlich für die kleine Maschine. Ja, aber das kann man auch für die große nehmen, ne? Also, die darf auch in die kleine. In die große darf die immer. Ja. Und einmal durchgenudelt. Und es ist auch eine 3D-Prägeform, deswegen die dicke graue Platte. Und einmal rausgeholt. Hups, hängt da fest. Und dann kann ich mir schon meinen Blending-Pinsel nehmen und kann nämlich wischen, weil ich habe hier am Rand überall ein bisschen dunkel gewischt. Und das habe ich Tanja schon fertig gemacht. Also man kann den Unterschied vielleicht hier vorher schon mal sehen. Gewischt und gewischt. Und in Abendblau. Alles in Abendblau. Es gibt nichts anderes als Abendblau. Abendblau hell und Abendblau dunkel. Ja. Auch die Bäume sind Abendblau. Aber damit die dunkler sind, sind die auch gefärbt. Auch mit dem Blending-Pinsel. Habe ich die auch schon fertig gemacht. Ja, weil tatsächlich unser Marineblau
ich würde vorsichtig sagen, ein rotstichigeres Blau ist, ja, und Abendblau definitiv ist ein grünstichigeres Abendblau. Ja, ein grünstichigeres Abendblau, nein, ein Blau. Und im Englischen sagt man ja auch so ein bisschen I feel blue, wenn man so ein bisschen traurig, sensibel, wie auch immer ist. Man kann auch mystisch sein. Ach, sehr schön. Ja, damit und wir nehmen heute mal kein Schmierpapier, weil wir haben nur dieses Weihnachtstannenbaumpapier. Genau, deswegen darf ich diese Karte alles dreckig machen. Und das nächste Video kriegt ein neues Papier. Weil blaue Weihnachtskarten haben wir nicht mehr so viele. Und hier brauche ich auch nur oben und unten ein bisschen wischen, weil das ja alles abgedeckt wird an den Seiten. Aber man denkt immer, es ist noch gar keine Farbe drauf. Aber wenn man es dann zur Seite schiebt, kann ich hier mal machen, dann sieht man, ups, ist doch schon Farbe drauf. Also gucken wir mal. Ja, sieht so ein bisschen, finde ich, aus wie Rauchblau, ne? So ja, zart. Sehr schön. Das mache ich mal so lange zu. Jetzt stanze ich mir schon mal, weil da brauche ich nämlich auch gleich nochmal den Puschel für. Hier die. Also, ich schiebe es mir so rein, dass ich sehen kann, dass es ganz drin ist. Aber da braucht man schon ein bisschen Kraft. Das ist praktischer, wenn man so aufdrücken kann. Und das ist schon mal Müll. Und dann schneide ich einfach rechts und links weg. Das sieht man nachher auch nicht mehr. Und dann können wir uns überlegen, was vorne und was hinten ist. Ist völlig wurscht. Ich habe den größeren Baum hier nach links gemacht. Du hast beide eingefärbt bekommen, beide Seiten. Ja. Weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ach so. Also nee, weil ich erst die falsche Seite in Anführungsstrichen gemacht hatte. Weil ich fand, das war vorne. Und also auch da habe ich das Abendblau einfach nochmal eingefärbt. Dass es ein Tickchen dunkler ist, dass es noch deutlicher sich abhebt vom Hintergrund. Ja. So. Gucken wir mal, ob das jetzt hier schon so ist. Ist der Fall. Sehr schön. Dann können wir, glaube ich, gleich den Stemperatus nehmen. So, Tanja meinte, ich könnte doch das Weiße auch vorher mal so stempeln. Aber ich habe tatsächlich zweimal den Stemperatus. Einmal für den Spruch, damit fangen wir jetzt auch mal an. Und einmal danach auch für das Rechteck. Ursprünglich hatte ich nämlich gedacht, ich schneide das Rechteck fertig und dann mache ich das mit dem Stemperatus und das ist ganz easy. Das funktioniert leider nicht, weil es ja keine Stanzform ist. Aber ich mache sowieso den zweiten Abdruck, um das richtig zu machen. Tanja hat schon ganz in der Hand und zuckt immer so neben mir, so gib her. Ja. Nehmen wir doch mal rein. Ist, finde ich, ein total nettes Etikett. So ganz schmal und zart und klein. Und oh, ich glaube, das war jetzt so perfekt drin. Gucken wir mal. Ist ja Tanjas, ne? Ja. Habe ich ihr zu schnell gegeben, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, es sitzt perfekt. Kannst du so nehmen. Ups. Dann richte ich es auch nicht nochmal aus. Weißt du, ob ich hier meins auch irgendwo habe? Ja, hier unter. Ja, dann nehme ich es doch. Und da wieder drunter. Ja, ich hatte ja eigentlich von links klappen wollen, aber da habe ich ja das andere. Hätte ich drehen können. Habe ich jetzt nicht. Das sind Menschen, ja, Gewohnheitstiere. Menschen sind Gewohnheitstiere. Das ist dann ja hochkant. Gott, wie sieht das denn aus? Das ist doch egal. Ja, doofe Idee. Ist aber gut gegangen, alles so gut. So, dann ein zweites Mal. Jetzt muss ich es auf den Kopf stellen. So geht's. Den Stemperatus. Und ich hatte mir erst Sachen angezeichnet, aber es ist völlig wurscht. Es kann jetzt hier einfach irgendwie das Papier liegen. Also im mittleren Bereich, ne? Und dann, ach so. Da bist du jetzt aus dem Bild, aber ich glaube, das macht nichts. Ja, da bin ich aus dem Bild, das ist das eine. Aber wir wollen es einmal abstempeln und den zweiten Abdruck nehmen. Ah, ja. Weil mir das viel zu intensiv ist. Weil das ja so eine dunkle, kräftige Farbe ist. Und dann gucken wir. Ja, das sieht doch gut aus. Und das ergibt
so einen ähnlichen Effekt, als wenn man gleich einen Acrylblock. Das war nur die Reserve der Müll. Wenn wir die Tannenbäume stanzen, hatte ich 2 Stücke Tanja. Ich habe gerade ein Stück Blau mit. Ja, genau. Das sah man dir an. Ja. So. Das Fragezeichen im Gesicht. Absolut. Dann brauche ich jetzt meinen Papierschneider. Und ich habe festgestellt, wenn ich mir das so ranlege, dass es ganz knapp gerade so noch die Kante sichtbar ist, so minimal, dann habe ich hier so einen kleinen Abstand. Und das habe ich jetzt dann so immer weggezogen auf allen 4 Seiten. Und damit hat es die perfekte Größe. Damit muss man nichts vorher messen, nichts vorher überlegen. Damit hat man die richtige Breite, Länge, Höhe, Tiefe, wie auch immer. Perfekt. So, Tanja. Und dann habe ich hier das Tablett mit den Stempeln. Rüttel, rüttel, rüttel. Also, hier im Weihnachten im Wald. Guck mal, da ist dein Wald. Ne? Ja, mein Wald. Dein Wald. Ich habe den und den aufgezogen. Ja. Und ich habe hier diese Flocken, Sternchen, irgendwas aufgezogen. Mhm. Wie auch immer. Und ich habe mehrfach abgestempelt. Also, ich habe hier einmal voll gestempelt, also erster Abdruck. Mhm. Das habe ich hier in der dunklen Ecke gemacht. Also da, wo vorher schon dunkel war. Aber ich hatte jetzt nicht so viel Farbe drauf. Mal gucken, ob das okay aussieht. Ja, das ist jetzt egal. Dann kommt da noch ein kleiner Baum gleich daneben. Und dann habe ich hier zum Beispiel einen zweiten Abdruck genommen. Und hier habe ich einen Abdruck. Man sieht das ja bei Klarsicht immer ganz schön. Also den ersten Abdruck. Und dann habe ich so dahinter nochmal einen zweiten. Ich kann das gar nicht sehen, dass du gleich da in der Farbe drin bist. Alles gut. Da habe ich den zweiten Abdruck. Und da habe ich tatsächlich auch nochmal den dritten Abdruck, so ganz zart. Und hier gehe ich nochmal einmal runter mit einem kräftigen Abdruck und gehe nochmal so zarter Abdruck dahinter. Och, brauchen wir nichts weiter. Die beiden gebe ich dir schon mal. Mhm. Und da habe ich immer die zweiten Abdrücke, weil mir das zu dunkel war. Na, dann ist das so ein ganz zarter Effekt. So, Tanja, dann gebe ich dir hier auch nochmal die Stempelfarbe und die Flocken. Und da hast du den zweiten oder den dritten genommen? Den zweiten. Den zweiten. Ich habe immer den zweiten genommen. Also, gibt ja keine Logik, ne? Aber, und jedes ist eben individuell und anders. Das ist eben auch das Schöne. Ja. Gut. Ja. Super. Sehr schön. Dann können wir jetzt anfangen mit Kleben. Teils Tombow, teils Dimensionals. Du kannst hier ins Förmchen alles wieder reinpacken. Ich klaue dir jetzt die Tinte, damit du aufhörst zu stempeln. Okay. So. So. Und dann können wir uns alles schon zusammenbauen. Hier, finde ich, sieht man auch nochmal deutlich, die Rückseite ist viel heller als die Vorderseite. Ja. Ne? Also, fällt einem, finde ich, am meisten auf, wenn man es nebeneinander sieht. Und das habe ich danach mittig, weil wir brauchen ja jetzt keinen Spruch mehr unten drunter oder so. Du erinnerst, wir hatten schon mal eine Geburtstagskarte, die war anders positioniert. Genau, aber dieses aber hier geht jetzt in die Mitte. Entspannt mittig. Ja, da habe ich mir einen abgekämpft, weil ich gedacht, wie hat sie das denn hingekriegt? Ja, genau.
Und dann habe ich mir ein ganz klein bisschen Klebe unten auf den Rand von den Bäumen gemacht. Mhm, auf der richtigen Seite, ne? Auf der richtigen Seite. Und das habe ich mittig so ungefähr ans Etikett geklebt. Ja. Ja? Und dann kann man das nämlich in einem mit kleinen Dimensionals. Mhm. Und ich hole gleich nochmal weiße kleine. Aber bei der blauen Tanne kann man die schwarzen nehmen. Habe ich noch nicht festgeklebt. Ach so. Kannst du aber. Ist alles gut. Gut. Kannst du schon machen. Ich dachte, ich hätte was nicht mitbekommen. Genau. Hier. Nein, ich habe dich nicht überholt. Ich hole nochmal die kleinen Körbchen. Irgendwo müssen wir auch. Da sind kleine drin. Also weiße. Mhm. Und unter das weiße Etikett können dann noch drei weiße. Bitte schön. Dankeschön. Und dann klebe ich auch mal. Genau. Auch ganz entspannt, ne? Ja, genau. Sehr entspannt. Passend zur friedvollen Feiertagekarte. Ja. Und davon habe ich gerade gedacht, könnte man auch mehrere machen. Ne? Das ist eine schöne Karte. Wobei das mit den Bäumen jetzt auch nicht so ganz entspannt war zu stempeln. Ne? Aber relativ. Ja. So, und dann arrangiert man sich so das mit den Bäumen. Und Tanja hat nämlich auf der einen Seite ein bisschen übergestempelt. Genau. Das kannst du jetzt ganz entspannt mit dem Baum abdecken. Ja, genau. Deswegen habe ich das noch ein bisschen verrutscht. So rum. Ja. So, da. Und dann sieht man das auch gar nicht mehr. Ich habe die schwarzen Dimension jetzt vergessen. Ich habe alle nur weiße genommen. Ist nicht so schlimm. Denke ich auch. So, ich komme mal rüber. Ja. Es hat uns Spaß gemacht, wieder mit dir zusammen zu basteln. Gib uns einen Daumen hoch, wenn dir unser Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!